Wieder ein Bierverkostungsbattle mit Angus von Adingen und Arnulf dem Schandmaul. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf das Schandmaul auf Kabau TV, heute wieder mit Angus von Adingen und heute wieder ein kleines Bierbattle. Sprich, wir haben zwei Biere und zwar wäre das Krugbräu aus der Fränkischen Schweiz und Georgisud aus Nenzlingen. Ja, du hast ja gesagt, das ist dein Lieblingsdunkles Bier, oder? Ja, das ist mein Lieblingsdunkles Bier. Ja, das heißt also, bei der Bierverkostung können wir davon ausgehen, dass es möglicherweise das von dir vom Geschmack her das Bessere sein könnte. Also dann verkosten wir es mal. Ich fange mit diesem Bier, weil es dein Lieblingsbier ist, mal an, weil können wir tauschen. Das ist auf jeden Fall sehr malzig, das ist fast wie Karamalz, aber ohne Zucker. Ja, es ist aber wirklich, es hat nicht sehr viel Kohlensäure. Nein, sehr wenig. Ja. Also es sind ungespundet, es sind beides fränkische Biere. Fränkische Brauart unterscheidet sich ja ganz brutal eigentlich von der altbayerischen Brauart, indem es grundsätzlich malziger ist. Also ich finde, es schmeckt so ganz gut. Es ist auch schön jetzt von der Temperatur her. Es hat auf jeden Fall 5% Alkohol, hat natürlich den Heiligen Georg mit dem Drachen vorne drauf, also sehr hübsch gemacht. Fortes Fortuna Adiuvat. Ja, das ist eine Privatbrauerei seit 1645 und es wird gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Ja, also ist gut. Ich persönlich mag ja Biere, wie ihr vielleicht schon wisst, die mehr Kohlensäure haben. Also ich würde sagen, das ist jetzt ganz frisch, schmeckt gut. Also ich mag auch dunkles Bier sehr gern. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Temperatur ein bisschen nachlässt, dass das dann nicht mehr mein Fall wäre. Ja? Ist immer schwierig zu sagen. Wohingegen sich das Krugbräu, das ist jetzt kein dunkles Bier, sondern ein Lager. Ganz normales Vollbier wird es so bezeichnet. Auch 5% Alkohol? Allerdings ist trotzdem dunkler, wie das mal als helles Bier bezeichnet. Das liegt aber daran, dass die nehmen trotzdem reinen Gerstenmalz her. Das ist jetzt, die Farbe ist ganz natürlich. Ja, dann verkosten wir jetzt mal das Krugbräu. Es ist eins, da kommen richtig viel davon drin. Ja, es hat halt auch jetzt nicht sehr viel Kohlensäure. Aus der Flasche, ich meine, aus der Zapfanlage schaut es wieder anders aus. Ja, ich habe selten eine Zapfanlage dabei. Ja, ich auch so selten. Aber ich kenne es aus der Zapfanlage auch. Ja. Ja, also es ist ein gut süffiges Bier. Vom Geschmack her. Ja, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also vom Geschmack her würde ich wohl sagen, dass das Georgisud Dunkles schon besser wegkommt. Also es ist einfach, es ist geschmackiger. Ja, muss ich auch nochmal. Ja, keine Sorge, auch wenn das Video beendet ist, wir trinken die Biere dann voll aus. Also, die schüttet man nicht weg, das ist ja eine Ketzerei. Ja, und gegen Ketzerei bist du sehr eingestellt. Genau. Ja. Vor allem bei Bier. Ja, also es geht gar nicht, ja. Ah. Ja, aber man muss es einfach nochmal kosten. Ja, nochmal. Vor allem im Vergleich zu den anderen, die wir vorher gehabt haben, zu den bayerischen Bieren, ist natürlich ganz was anderes. Ja, das wobei die mir in eine ganz andere Richtung. Richtig. Die haben mir aber besser gemundet. Weil sie kohlensäurehaltiger waren. Ja, das ist der Unterschied. Das ist schon mal der grundsätzliche Unterschied zwischen der kleinen Privatbrauerei, wo es natürlich jetzt die bayerischen im Grundsätzlichen auch sind, aber die bayerische Brauart ist hopfenlastiger und die fränkische grundsätzlich mehr malziger und die nehmen kaum Kohlensäure her. Ja, man kann also... Ich persönlich sage es jetzt mal, es
im direkten Vergleich eindeutiger Gewinner das Georgi Sutunglis, ja. Also es hat dann auch noch mehr diesen kohlensäureartigen Geschmack auf der Zunge und es ist für mich schon in Richtung herb, es ist nicht voll herb, aber es ist schon herber als das, was wir bei der letzten Verkostung gehabt haben. Und ja, das Krugbräu ist auch ein gut trinkbares Bier, aber nicht so hundertprozentig mein Geschmack. Ist auch eine fast schon moderne, weil Privatbrauerei ist seit 1834. Ne? Das ist also in geschichtlichen Dimensionen da schon fast gar nichts mehr. Ja, ist nicht Was ganz natürlich arg. nichts über die Qualität des Nein, Bieres das sagt auch aussagen nichts muss, aus. ja. Also es ist bloß einfach, ich persönlich freue mich immer, wenn also die Brauereien auch schon eine jahrhundertealte Tradition Was haben. ich an dem Krugbräu eigentlich sehr interessant finde, weil ich stehe groß drauf, Solarbier. Ja, ich habe Also, keine Ahnung, was das sein soll. naja, sie schreiben drauf, dieses Bier ist ausschließlich mit regenerativen Energien hergestellt. Das heißt, wenn die ganze Welt außenrum untergeht, nur wenn die Sonne scheint, dann können die immer noch Bier herstellen. Das ist aber Ist praktisch. schon gut, weil wenn die Nur wer Welt trinkt, untergeht, wissen wir, wo wir hingehen müssen. richtig, aber wer trinkt es, wenn die Welt untergegangen ist? Das ist das Problem. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ihr habt jetzt einen gewissen Eindruck von diesen Bieren gewonnen und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal oder zum nächsten Video. Also hier Abo-Knopf, hier Videos. So, am besten so die letzte Bierverkostung, damit ihr das im Vergleich habt, ja, wovon wir überhaupt jetzt gerade geredet haben. Und dann ein anderes Video und der Kanal vom Angus ist dann auch hier ungefähr. Ja. Ja. Und vielleicht fange ich doch mal so richtig mal an damit. Ja, also viele Videos sind beim Angus jetzt eigentlich gar nicht oben. Na, gibt's nicht viel. Ja. Allerdings gibt es ja genug Videos über dich auf anderen Kanälen. Die ganz illegal gefilmt worden sind auf Märkten und so. Ja. Da gibt es mir Leute, die filmen einfach. Ja. Ja. Und ja. Das Interview, also wir tun das Interview hier verlinken mit uns. Stimmt, da kommt das Interview Das noch. Interview kommt ja auch noch, ja. Was heißt, kommt ja noch? Das war ja schon, also gesendet. Das ist dann hier. Also hier die Bierverkostung, die wir noch gemacht haben, und hier das Video mit der, wie heißt, Interview, genau. So, tschüss, bis die Tage, euer Arnulf. Und Angus.